Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren und erstmal der letzten Folge Tree of Xavier. Das hat folgenden Grund. Ich habe ein bisschen Zeitmangel im Moment, weil viel Arbeit und ich muss mich entscheiden zwischen den Spielen, die ich momentan im Let's Play aufnehme. Und Tree of Xavier ist ein sehr gutes Spiel bisher. Mir gefällt es gut. Es bekommt jetzt so ein bisschen eine Grind-Note. Also ein bisschen Asia-Grindy. Aber ich glaube, das ist auch Sinn des Spiels. So war das halt einfach bei Ragnarok und ähnlichen Spielen. Und genau das braucht Zeit. Und die kann ich im Moment kaum aufbringen. Vor allen Dingen, weil ich mir ja immer ein bisschen überlege, was kann ich euch zeigen, was könnte euch interessieren. Und klar, viele interessiert auch, ab wann kann man mal einen Dungeon solo gehen. Das heißt, ich kann also einige Dungeons auch 100-mal machen und es bleibt immer noch ein gewisser interessanter Faktor, aber halt nur ein gewisser. Und einfach der Zeitaufwand ist viel zu groß und aus dem Grund macht Tree of Xavier jetzt erst einmal eine Sommerpause. Ich hoffe, dass der ein oder andere mir trotzdem vielleicht noch ein Abo dalässt und einfach dann, sagen wir mal, Ende September, Anfang Oktober werde ich dann mir sicherlich Tree of Xavier nochmal zu Gemüte führen, ein paar Änderungen besprechen, die es bis dahin gegeben hat. Und vielleicht hier und da kommt mal ein vereinzeltes Let's Play Tree of Xavier, wenn ich mal zwischendurch ein bisschen Zeit habe, aber verlasst euch nicht drauf. Dennoch, für alle, die an meinen Let's Plays interessiert sind, ich mache weiter Ark. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich werde weiter Scrap Mechanic verfolgen. Da werden wir in nächster Zeit mal vom Roboter eine kleine Pause machen und vielleicht mal ein paar andere Projekte anfangen. Bei Scrap Mechanic kommen auch ein paar Updates in nächster Zeit, die wahrscheinlich recht interessant sind. Also schaut euch einfach mal meine bisherigen Scrap Mechanic und Ark Videos an, vielleicht interessieren euch die Spiele. Und wie gesagt, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns in den oder hören uns in den anderen Spielen. Ansonsten im Herbst dann wieder mit Tree of Xavier. Bis dahin, adios,